Das ist der PDB-Adapter 3. Das ist ein Adapter, mit dem ihr zum Beispiel hier so eine Drohne über die PDB-Handy-App kannst du hier alle Einstellungen von dem Quad vornehmen. Gerade wenn man unterwegs ist, ist das sehr vorteilhaft. Das PDB-Adapter hat hier zwei Anschlüsse für die Stromversorgung. Also kann ich wie hier zum Beispiel 6S-Akku anschließen, dann geht er an. Oder ich kann auch den Adapter mit 1S-Akku mit Strom versorgen und den Adapter auch als Spannungsprüfer verwenden. Hinten habe ich zwei USB-Anschlüsse und dabei liegt ein spezielles USB-Kabel. Und je nachdem, welche Drohne ich habe, zum Beispiel hier ein Beta-FPV Cetus-X, der hat einen USB-C-Anschluss. Also stecke ich hier USB-C ein und das andere Ende ist der alte USB-Anschluss. Stecke ich hier rein und dann ist jetzt der Flugcontroller mit Strom versorgt. Habe ich hier nicht den passenden Stecker, sondern wie hier bei Cetus diese Akkus mit dem BT-Stecker, dann kann ich den Adapter hier verwenden von Beta-FPV und dann kann ich das hier auch mit Strom versorgen. Dann kann ich auch hier so einen Beta-FPV-Akku verwenden. Habe ich einen Quadcopter wie hier den Darwin-FPV, der hat einen Micro-USB-Stecker, also der typische Stecker, den es bei den meisten Flugkontrollern gibt. Dann stecke ich das hier rein und der USB-C-Anschluss kommt dann hier rein. Und das Ganze kann ich dann mit einem zum Beispiel 3S-Akku versorgen. Hier habe ich natürlich XT30, hier XT60 Stecker. Dann brauche ich noch zusätzlich so einen Adapter, den ich zum Laden der Akkus verwende. Und mit dem Adapter kann ich das Ganze auch wieder mit Strom versorgen. Den Adapter kann man noch als Stromversorgung nutzen, um zum Beispiel über diese USB-Schnittstelle dein Handy aufladen. Oder du kannst deine Fernsteuerung über diesen Anschluss unterwegs aufladen. Mit einem großen, dicken Akku. Schließlich ist mein Quad an den Adapter. Hier erkenne ich an der LED, dass mein Flugcontroller läuft. Es ist egal, welchen Akku ich hier anschließe. Hier wird mein Flugcontroller immer über 5 Volt versorgt. Das heißt, ich kann auch hier ein 1S-Akku anschließen. Und genauso funktioniert mein Flugcontroller. Über die App kann ich meinen PDB-Adapter auswählen, sich verbinden. Und schon habe ich alle Einstellungen von meinem Quad. Und kann mir hier alle Informationen anschauen und unterwegs gegebenenfalls Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel, dass der Quad es bei 3,4 Volt Akkuspannung eine Warnung ausgibt. Speichern. Und so habe ich hier alle Einstellungen, auch GPS-Einstellungen, falls ich ein GPS habe. Ich habe sogar die Presets hier drin. Meine Rates kann ich hier prüfen, anpassen. Testen, ob meine Funker funktioniert, meine Schalter neu belegen, die OSD-Anzeige anpassen, Blackbox. Ich kann sogar hier die Command Line aufrufen und Befehle senden. Eine Firmware kann ich hier aufspielen, das heißt, ich habe die Möglichkeit hier auch die aktuelle Firmware für mein Quad aufzuspielen. Außerdem habe ich hier die Möglichkeit, sogar meinen Express-LRS-Empfänger zu aktualisieren über die Wi-Fi-Verbindung. Ich kann die ESCs aktualisieren, konfigurieren. Hierzu muss ich erstmal meine Drohne mit Strom versorgen und jetzt kann ich mich verbinden über meinen Adapter. Kann die ESCs auslesen. Das gilt für BLHeli-S und für BlueJay-Firmware. Der PDB-Adapter ist eine praktische Ergänzung für unterwegs, gerade wenn kein Bluetooth-Modul auf so ein kleines Quad passt, eignet sich das sehr gut, um ein paar Einstellungen vorzunehmen. Somit brauche ich ja unterwegs kein Laptop mehr, wenn ich hier Änderungen vornehmen möchte. Vom Preis her finde ich den Adapter ein bisschen teuer, aber man bekommt den unter 30 Euro, zum Beispiel bei AliExpress. Also viel Spaß beim Fliegen!